Herzlich willkommen in der Aquarellschule Energie. Ja, es ist jetzt wirklich Sommer geworden, auch heiß. Jetzt haben wir eh recht lange darauf gewartet. Und ja, also ich habe immer, wenn es so sehr warm ist, habe ich das Bedürfnis, etwas Kühles zu malen. Meer, Wasser, Wald, Flüsse, irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, oh, beim Anschauen kann ich ein bisschen abkühlen. Auch Nacht ist oft sehr hilfreich. Ich bin ein Mensch, ich liebe auch besonders den Norden. Ich bin auch gerne im Süden in den Ferien, so ist es nicht. Aber tendenziell bin ich eher jemand, den es in den Norden sieht, wo es eben nicht so heiß ist. Und ja, deswegen, wenn es im Sommer so ganz, ganz unerträglich warm ist und man trotzdem arbeiten muss, also keine Ferien hat, nicht Urlaub hat, dann finde ich es oft sehr anstrengend und ich bin froh, wenn ich dann etwas Kühles malen kann, um mich selber zu erfrischen sozusagen. Ja, und deswegen werden wir das heute miteinander angehen. Viel Freude, es geht gleich los. Für diesen kühlen Abendweiher findet ihr die ganzen Materialien unten in der Infobox unterhalb des Videos. Wir starten damit, dass wir das Blatt anfeuchten und das könnt ihr machen entweder mit dem Elastip oder aber auch mit einem Aquarell-Naturschwamm. Ich wähle heute eine Kombination aus beidem, weil es sehr, sehr warm ist und das Blatt sehr schnell trocknet. Bringe ich sehr viel Wasser auf die Oberfläche, verteile sie dann regelmäßig mit dem Elastip und gehe noch einmal drüber mit dem Schwamm, sodass es wirklich schön regelmäßig verteilt ist. Ja, wenn es so heiß ist, müssen wir recht zügig arbeiten, dass die Farben nicht nach und nach zu schnell trocknen. Wir starten mit einem Cadmium-Gelb-Zitron in der Mitte, aber nicht rund, sondern eher länglich, also nicht wie ein Bullseye, sondern wirklich länglich, weil oben die Farben des Himmels sich dann im Wasser spiegeln. Nach dem Cadmium-Gelb-Zitron kommt ein Alizarin-Karmesin und dann ein Kobalt-Türkis. Alle drei Farben verblenden wir ineinander, dass schöne Übergänge entstehen. Und außerhalb vom Kobalt-Türkis kommt jetzt das Ultramarinblau. Das verblenden wir wiederum ins Kobalt-Türkis und dunkeln die ganze Geschichte ganz außen mit einem peines Graubläulich ab, damit wir diese nächtliche Stimmung bekommen in unserem Bild. Das wird ein sehr, sehr dunkles Bild, sehr, sehr kühl und erfrischend, finde ich. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, auch noch dieses peines Graubläulich ganz außen, sodass wirklich die Nacht schon hereindrückt in unser Bild sozusagen. Ja, wie gesagt, den Elastip, den bekommst du in meinem Shop unter www.elladefee.com. Zusammen mit vielen anderen schönen Sachen, Bilderbüchern, Blankobänden, eine große Auswahl an Kunstkarten, Kunstgrußkarten. Also schau vorbei, ich freue mich und ja, es gibt ein schönes Angebot. Nun streuen wir Salz in die nasse Oberfläche und lassen das Ganze trocknen. Sobald es trocken ist, können wir das Salz heruntergeben und müssen jetzt als nächsten Schritt mit dem Aquarell-Naturschwamm und einem peines Graubläulich einen Horizont anlegen. Und zwar lege ich den so an, dass sowohl Gelb oberhalb als auch unterhalb dieser Linie sich befindet, sodass ich wirklich eine schöne Spiegelung im Wasser habe von den Himmelsfarben. Ihr seht, ich habe die Horizontlinie getupft und dann habe ich auch oberhalb der Horizontlinie einige Flecken sozusagen hineingetupft, die ich in Bäume verwandle mit dem Schriftenpinsel, mit dem ich Stämme und Äste und buschartige Geschichten da zwischen den Horizont und die Baumkrone, dieses Blattwerk, ziehe. Geht ganz, ganz leicht und ich finde, es ist sehr effektvoll für Horizontlinien in der Ferne. Es ist die Stunde des Tages, die schon in die Nacht übergeht und die Farben ein bisschen schluckt. Den Himmel sieht man ganz bunt, aber alle anderen Farben sind schon ein bisschen, wie gesagt, peines Grau-bläulich. Also die Nacht hat die Farben schon geschluckt. Das Licht ist schon so
wenig intensiv, dass die Farben nicht mehr so gut sichtbar sind. Ich mache nun den unteren Bereich, den Wasserbereich, wieder ein bisschen nass mit dem Elastip. Das muss ich sehr zügig machen, sonst vermale ich mir die ganzen Farben und ziehe dann im rechten Winkel zum Horizont die Spiegelungen der Bäume und des Ufers zu mir her. Also wirklich im rechten Winkel von der Uferlinie weg. Sobald ich das gemacht habe, kann ich mit den vordersten Härchen des Elastips den Wassereffekt hineinziehen. Mit klarem Wasser noch einmal drüber gehen, von links nach rechts oder rechts nach links, also ganz horizontal im rechten Winkel zu den Spiegelungen, die ich vorher hineingezogen habe. Wenn ich das geschafft habe, lasse ich das Ganze trocknen. Sobald alles schön trocken ist, kreiere ich den Vordergrund. Da haben wir ja noch kein Wasser gemalt, da tupfen wir mit peinesgraubläulich die ganze Fläche quer, so dass wir da wirklich einen schönen Boden bekommen, können dann auch mit dem Elastip noch Gras hinein ziehen und da hole ich mir jetzt bei diesem Bild noch ein bisschen ein Undersea Green dazu und gehe dann aber von vorne her noch einmal mit einem sehr dunklen peinesgraubläulich drüber, also mehr Pigment nehmen, da weniger verdünnen. So wird dieser ganze vordere Bereich ein bisschen dreidimensional und sehr bewegt. Und man sieht, er ist näher, denn man sieht einen grünlichen Hauch noch, trotz dieses Zwielichts. Auf der linken Seite ziehe ich nun mit einem, entweder nehmt ihr einen Casaneo oder einen dickeren Rundpinsel, einen Detailpinsel, ziehe ich einen größeren Baum ins Bild, der wirklich von unten bis oben über diesen Blattrand hinausgeht. Also man sieht nicht mehr die ganze Baumkrone, der Baum geht oben noch weiter, weil er steht so nahe beim Betrachter. Das ist wichtig, dass nämlich der See eine gewisse Breite bekommt und nicht nur aussieht wie ein Fluss. Nun tupfe ich wieder mit dem Aquarell-Naturschwamm das Blattwerk in diesen Baum. Wie gesagt, alles sehr dunkel. Es ist Abend, die Nacht steht vor der Tür. Die Farben sind schon verblasst und wahrscheinlich fliegen erste Glühwürmchen dann gleich über den See, die von den letzten Vögeln, die man da noch in den Bäumen leise zwitschern hört, dann in die Stille. Das Ganze geht dann in die Stille über. Ja, ich habe noch zwei Vögel, wie gesagt, übers Wasser gemalt und nun starten wir mit demselben Motiv. Eine kleine Spur abgeändert, das werdet ihr zum Schluss hin dann merken, aber in einem verschiedenen Farbklang sozusagen. Auch blau, aber nicht ganz so dunkel. Für alle, die es ein bisschen lieblicher mögen. Unser erstes Bild ist wirklich sehr schattig, sehr abendschattig geworden. Und dieses hier jetzt ist, ja, wirklich aus reinen Primärfarben kreiert, also ein helles Gelb, ein Karminrot und ein Ultramarinblau. Ein bisschen ein Kobalttürkis habe ich noch dazu gemischt. Das ist eine Farbe, die ich einfach, ja, fast in keinem Bild mag ich die missen. Das könnte man vielleicht sogar fast sagen, ist meine Lieblingsfarbe. Die hat so etwas Reines, so etwas Freundliches, Helles. Also das ist keine Primärfarbe, das Kobalttürkis, das ist hier auch noch drin. Ansonsten Gelb, Rot, Blau. Schön gemischt im Übergang hier im Himmel, dass ein zartes Lila entsteht und auch ein Orange entsteht. Also Sekundärfarben entstehen natürlich in der Verbindung dieser Primärfarben. Und ihr seht hier, normalerweise mache ich den Himmel sehr horizontal, aber hier mische ich ihn kreuz und quer. Verblende ihn so, indem ich da mit diesen feinen vordersten Härchen des Elastips, die genau extra dafür geschaffen sind, dass man Farben verblendet, relativ intensiv hin und her und durcheinander kritzle, sodass die Farben gut ineinander ziehen. Nun habe ich Salz drüber gestreut, es trocknen lassen, das Salz runtergegeben nach dem Trocknen und bei diesem Bild, wie ihr seht, ziehe ich die Horizontlinie zuerst einmal mit dem Elastip und tupfe dann mit dem Aquarell-Naturschwamm das Buschwerk dazu. Bäume und Büsche, alles in Ultramarinblau. Also nicht so dunkel wie vorher, nicht peinesgraubläulich, sondern nur ein Ultramarinblau. Trotzdem wird es abendlich werden. Die Wirkung ist abendlich. Es ist immer noch
die verschluckte Farbe, also einfach ein Blau, ein Nachtblau, ein Schattenblau. Aber ihr wisst, das Ultramarinblau, das ist das Blau, was ins Rötliche geht, das warme Blau. Und dieses warme Blau hat dadurch auch diesen freundlichen Schimmer. Hier habe ich kurz den Abnisse eingeblendet. Dieses Buch findet ihr auch zurzeit gerade in Aktion in meinem Shop unter www.elladefee.com. Ich habe kürzlich auch ein Video dazu gemacht, das werde ich euch oben rechts einblenden, einfach, dass ich euch ein bisschen erzählen kann, um was es in diesem Buch geht. Nun geht es weiter. Wie vorher ziehe ich auch hier wieder die Bäume und Büsche ins Bild. Auch mit dem Schriftenpinsel male ich hier die Spiegelung der Stämme und so weiter. Und sobald ich alles in dieses Wasser gezogen habe, die ganzen Spiegelungen fertig gemacht habe, kann ich mit dem Elastip, den vordersten Härchen des Elastips, die Wassereffekte hineinziehen mit klarem Wasser. Dann lasse ich es komplett trocknen und kreiere jetzt den Vordergrund in einem intensiveren Ultramarinblau. Das seht ihr, also ich schaue, dass es wirklich ein kräftiges Ultramarinblau ist, was ich jetzt da im Vordergrund verwende. Aber es ist immer noch Ultramarinblau, also es ist immer noch dieses, ja, ein bisschen sanftere, wärmere Blauton. Man kann, wenn man möchte, das mache ich hier jetzt auch, ein Heliozyllinblau dazugeben, einfach um dem Ganzen noch so ein bisschen einen dunkleren Touch zu geben in der Mischung. Ich habe jetzt sogar ein wenig vom Alizarin-Karmesin ins Blau gemischt. Das seht ihr, einfach, dass es noch ein bisschen dunkler wird, hier ganz im Vordergrund. Dass dieser Baum doch dieses noch ein bisschen mehr von diesem Nächtlichen bekommt. Ich ziehe, wie gesagt, auch hier wieder auf der linken Seite den Baum ins Bild. Er geht oben drüber und Achtung, beide Bilder findet ihr in der Kanalmitgliedschaft in Echtzeit. Falls euch das interessiert, da findet ihr weit über, ich glaube mittlerweile sind es über 150 Videos in Echtzeit mit genauen Erklärungen und Beschreibungen, die man gut und leicht und langsam geliefert bekommt und sie nachmalen kann. Ihr wisst bestimmt, das habt ihr mittlerweile sicher schon gemerkt auf meinem Kanal, ich versuche effektvolle Bilder, stimmungsvolle Bilder, intensive Bilder zu malen mit euch, aber in einer so vereinfachten Art, also von der Technik her so leicht zum Nachmalen, dass sich da wirklich jeder Mann drüber, jede Frau drüber trauen darf. Das ist wirklich sehr, ja, einfach und effektvoll. Das kommt sicher daher, dass ich auch sehr, sehr viel mit Kindern male. Natürlich muss man wissen, und das ist ja auch ideal, jeder, bei jedem wird das Bild anders. Alle haben wir zwar vielleicht dieselbe Anleitung, dieselben Farben, aber wir haben eine andere Art, einen anderen Stil, und das ist auch gut so. Hier, anders als beim ersten Bild, das habe ich euch schon vorgewarnt, kratze ich mit einer Plastikkarte Steine ins Bild, hier am Ufer, und ziehe dann mit dem Schriftenpinsel noch ein paar Gräser hinein. Querbeet zwischen den Steinen. Dadurch bekommt es noch mehr Vordergrund, also noch mehr Details, und es ist dadurch auch mehr bei mir. Wie gesagt, beim anderen Bild haben wir noch das Grün hineingenommen, um es näher zu holen. Hier, wie gesagt, kratzen wir die Steine hinein. Und dadurch wird dieses Bild auch sehr nächtlich und bekommt der Vordergrund und Hintergrund eine große Distanz. Nun hole ich einen Cosmotop-Spin Nummer 1 von Da Vinci und male mir, wie beim anderen, zwei Vögel, die da relativ knapp über der Wasseroberfläche schweben und sich da die Abendmücklein genehmigen. Ich mache auch die Spiegelungen ins Wasser. Ihr könnt, wenn sie wie bei mir ein bisschen zu kräftig geworden sind, einfach mit dem Taschentuch sie wieder ein bisschen abtupfen. Man kann ein bisschen hineinmalen, quer, also horizontal, um den Spiegeleffekt noch ein bisschen zu verstärken. Ich bin jetzt nochmal drüber gegangen, dass sie nicht zu viel untergehen. Aber ihr seht,
Man sieht, man erkennt gut, dass diese Vögel über dem Wasser schweben und sich darin spiegeln vor diesem hellen Abendlicht. Links in den Baum setze ich nun auch noch eine Eule, die da den Abend bewacht. Sehr dunkel und klein mit dem Cosmotop Spin Nummer 1 von Da Vinci male ich die da einfach so ein Ureulenbild sozusagen. Also ich zeichne sie nicht, ich habe auch nicht nachgeschaut, wie genau das jetzt sein soll. Es ist so meine Eulenart und die ist relativ einfach. Wenn das Ganze trocken ist, gehen wir in der Mixed-Media-Technik noch einmal drüber mit einem Faber-Castell-Buntstift oder einfach einem Buntstift in Weiß und können da den Glanz an den Bäumen noch ein bisschen und an der Eule noch ein bisschen ausarbeiten. Man kann auch einzelne Steine ein bisschen aufhellen, dass sie noch ein bisschen mehr in diesem Abendlicht schimmern. Ja, und dann sind wir schon fertig mit unseren beiden Bildern. Sehr schnelle, sehr effektvolle und kühlende Bilder. Also ich würde gerne jetzt da bei diesem Baum sitzen und übers Wasser schauen, mir den Wind so ein bisschen durchs Haar streichen lassen und es einfach genießen. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für euer Interesse, für eure wunderbaren Kommentare, die ich immer sehr genieße, sie auch nach besten Möglichkeiten beantworte. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Midsommer. Ich sehe im Moment jeden Abend viele Glühwürmchen und das habe ich sehr, sehr gern. Also ich liebe diese Glühwürmchenzeit, auch wenn sie mir ein bisschen heiß ist immer. Aber ich liebe sie von den Farben, von den Abendfarben her. Also gerade den Morgen zwischen 3 und 7 und den Abend nach 8. Das sind so die Zeiten, wo ich, ja, das liebe ich sehr, sehr, sehr. Nun, wie gesagt, alles, alles Gute und bis ganz, ganz bald bei einem neuen Bild in diesem Sommer. Tschüss!